mir wieder ganz neu aufs Herz gelegt, dich zum Lesen des Wortes Gottes zu ermutigen. Würde es dir eigentlich auffallen, wenn du keine Bibel mehr hättest? Würde es dir auffallen, wenn du nicht mehr darin lesen könntest? Würde es dir wirklich auffallen, wenn du einen Tag oder eine Woche nicht die Bibel in die Hand genommen hättest? Oder müsstest du sie vielleicht aus dem Regal nehmen und vielleicht abstauben? Ich möchte ganz neu dein Herz heute dafür gewinnen, dass du wieder Freude am Wort Gottes bekommst, dass du wieder die Bibel zur Hand nimmst und sagst, Herr, bitte offenbare mir dein Wort für mein Leben. Das Wort Gottes wurde schon so oft wegrationalisiert, es wurde so oft bekrittelt, so oft lächerlich gemacht. So oft wurden Worte aus der Bibel gestrichen und durch seichte, oberflächlichere Begriffe ersetzt. So oft höre ich, wenn Menschen sagen, ah, das Kapitel könnte man in der Bibel ruhig streichen. Das ist nicht so wichtig. Oder sie sagen, das Alte Testament, wer kann damit schon was anfangen? Guter König, böser König, es ist immer nur von Kampf und Kriegsgeschrei die Rede. Ich möchte heute sagen, streck dein Herz danach aus, dass du wieder Freudigkeit zum Wort Gottes bekommst. Denn das Wort Gottes ist mächtig in unserem Leben. Das Wort Gottes trägt eine Kraft in sich. Das Wort Gottes beurteilt unser Leben. Das Wort Gottes gibt unserem Leben die Richtung, gibt ein Geländer an unsere Seite. Und wir können uns daran lang bewegen. Das Wort Gottes ist die Kraft zum Leben. Und das Wort Gottes ist etwas, was man mit Freude empfangen kann, was man mit Freude lesen kann. Und wenn du sagst, oh, ich weiß aber nicht, wie dies oder jenes gemeint ist in der Bibel und ich verstehe das ja nicht, dann sage ich dir, wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und ich glaube, dass sein größtes Anliegen ist, dass er uns sein Wort offenbart, dass er uns sein Wort erklärt, dass er uns sein Wort aufschließt, dass wir es verstehen können. Wem Weisheit mangelt, der bitte und der Herr wird reichlich geben. So steht es auch in dem Wort Gottes. Und einen Vers aus Hebräer 4 möchte ich dir jetzt vorlesen, der einfach dieses ganze Spektrum der Schrift, dieses Wortes Gottes in der Kraft und in der Schärfe wiedergibt, dass wir wirklich auch dahin kommen, dass wir sagen, ja, ich brauche dieses Wort Gottes in meinem Leben. Der Text ist aus Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Lass dein Herz neu gewinnen für das Wort Gottes. Lass es neu gewinnen zu sagen, ja, ich möchte wieder neu starten und lesen und darin studieren und ich möchte hören, was Gott zu meinem Leben sagt, wie er mein Leben urteilt, wie er meinem Leben Richtung gibt. Gott hat mehr für dich.